Heute klappe die erste. Aufgemerkt, wir haben da einen Geheimtipp. Es gibt da einen super geilen Stellplatz für 14 Euro auf 24 Stunden mit Wasser und allem drum und dran. Der Ayachi und ich mal wieder in der Tierklinik, mittlerweile in Spanien. Er hat Probleme, sein Maul zu öffnen. Mir fällt es echt sehr schwer, jetzt gerade hier ein Video mit ihm zu machen, weil ich da immer extrem leide, wenn mit dem Hund was ist. Wer hätte das gedacht, dass es hier so regnen kann zu dieser Jahreszeit? Im Einschlag zieht da ein richtiges Unwetter rein. Ganz so romantisch sind unsere Stellplätze nicht immer. Aber manchmal ist die Auswahl nicht so groß. Wir sind kurz vor der Grenze und zur Grenze, wir sind noch in Portugal auf dem Weg nach Spanien und hatten jetzt einiges noch zu erledigen an Computerarbeiten. Und in dem Fall hatten wir auch noch Internet und jetzt dachten wir, laden wir noch so einiges hoch, bevor wir über die Grenze fahren und dann keine Karte und keine Daten mehr haben. Das ist ja auch für Reisende immer ein Thema. Es war ruhig hier, es war angenehm. Also insofern alles gut. Ich habe mich dann schon mal bei Dennis zwischendurch beschwert und meinte, müssen wir unbedingt an so einem Parkplatz stehen von einem Discounter. Und auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, so schlimm ist es ja auch nicht, weil wenn ich mir jetzt hier die Häuser anschaue, manche wohnen hier immer. Also es ist immer eine Betrachtungsweise. So, der Dennis wartet auf mich und dann geht's eins weiter. So, noch ein letzter Blick auf die fantastische Müllentsorgung hier. Es ist schon wirklich sehr, sehr sauber und sehr organisiert hier in Portugal. Das muss ich nochmal unterstreichen. Heute klappe die erste. Heute klappe die erste. Das klingt doch schon mal gut. Das heute ist das gestern von morgen. Sehr schlau. Ja, ich glaube, das ist nicht von mir. Ja, jetzt fahren wir auf jeden Fall nach Spanien. Also das heißt, also innerhalb der nächsten Stunde werden wir dann in Spanien sein. Algeciras ist das Ziel. Bei Gibraltar werden wir dann übersetzen nach Afrika. Nordafrika, Marokko. Ja, da freuen wir uns drauf. Das war ja jetzt auch ein schöner Weg, ein langer Weg, ein erlebnisreicher Weg bis dahin. Ne? Es sind einige Videos entstanden, wir zählen das jetzt nicht mehr auf. Nee. Aber alle, die jetzt frisch dazugekommen sind und heute uns das erste Mal sehen und kennenlernen. Wir waren viel länger in Portugal als geplant und es war sehr, sehr schön und auch sehr spannend und da gibt es einige Videos drüber. Wie lange waren wir jetzt da? 5 Monate oder 4 oder 5? Ich muss jetzt zugeben, ich kann jetzt das Datum gar nicht genau sagen. 4 Monate, ich denke mal, 4 auf jeden Fall. Ja, knapp. Und wir waren ja auch ein bisschen länger in Spanien als geplant. Das stimmt. Aber das liegt halt tatsächlich auch immer ein bisschen an unserer Dokumentationsarbeit, am Videoschnitt. Wir wollten jetzt hier auch nur eine Nacht bleiben, es wurden 3. Aber es ist halt Teil unseres Lifestyles. Alles gut. Jo. Macht ja meistens Spaß. Ja. Meistens sage ich deswegen, weil vielleicht nicht immer Bock dazu, jetzt zu jeder Zeit ein Video zu schneiden oder so. Aber es ist okay, es macht Spaß. Ja, meistens, du machst, ne, es mit Freude, ja, und mit Motivation. Ja. Und meistens ist die Arbeit sehr schön. Und bei uns ist es ja fließend, der Übergang ist ja eine Berufung. Wir fühlen uns berufen.
Berufen zum Reisen? Ja, zu all dem, was wir tun. Und wenn man sich überlegt, manch einer, der jetzt in einen ganz normalen Beruf geht, geht auch einen Tag lieber hin als an einem anderen eventuell. Ja. Spannend, wenn man von einem Land in Europa ins andere fährt, ne? Ja. Auch wenn wir schon ein paar Mal in Spanien waren, sind wir so Grenzübertritte, Gott sei Dank mit der EU, Gott sei Dank easy. Kann man von Land zu Land fahren, ohne hier lästig Geld wechseln zu müssen, ohne abgetoppt zu werden an der Bahnstation, bei der ersten. Für die Fähre und da gibt es auch keinen Campingplatz. Das heißt, da muss man nach Cadiz anscheinend oder hinter Gibraltar und aufgemerkt, wir haben da einen Geheimtipp. Es gibt da einen super geilen Stellplatz für 14 Euro auf 24 Stunden mit Wasser und allem drum und dran. Aber kein Campingplatz, sondern ein Stellplatz unterhalb von dem Felsen von Gibraltar, beim Yachthafen. Da waren wir letztes Jahr schon, deswegen wissen wir das. Und deswegen navigieren wir jetzt da gerade mal hin. Und das ist toll, weil da kann man also sich erstmal orientieren und dann am nächsten Tag die Tickets buchen oder so. Und das machen wir jetzt auch einmal. Jetzt sind wir hier an dem wunderbaren Platz und da drüben sieht man schon, klar, da sieht man das Gibraltar. Hier sieht man auch gleich den Yachthafen. Auch bin ich jetzt da falsch? Ne, bin richtig, oder? Ich glaube, du bist zu früh. Nee, aber nee, da geht es eh rum. Du kannst gar nicht anders fahren. Ja, alles gut. Super. Ja, das ist nicht schon. Traumhaft. Traum. Also, Algeciras war ein bisschen stressig da, die Stadt, mit dem Fahren und so, viel los. Und hier ist wieder die Ruhe. Und jetzt waren wir ja lange Zeit auf der Bodifarm. Einen Monat lang, glaube ich. Einen knappen Monat. Oder waren wir einen Monat, ne? Drei Wochen. Da war es wirklich sehr, sehr ruhig. Still und still. Idyllisch, ja, da kommt man ja mal wieder raus in die Welt. Plötzlich ist da Stress und Ampeln und alles mögliche, aber ist dann, wenn man dann sich wieder zurückzieht und die Ruhe, die einmal gewohnt ist und dann plötzlich wieder im Leben ist, also im Leben dieser der stressigen Menschen und der Industrie. Aber hier ist es wieder geil. Und jetzt sind wir gespannt auf den Platz, ob der noch so ist, wie er war vor über einem Jahr, wo wir da eben auf unserem ersten Spanien-Trip waren. Und in unserer Erinnerung. Und in unserer Erinnerung ist, ne? Ja. Da haben wir damals unsere Freunde Achtung, da besucht. Ist gelb. Unsere Freunde besucht, die eine Yacht haben, einen Katamaran haben und da haben wir, die waren ja da in Spanien. Und deswegen haben wir auch einen kleinen Spanien-Trip gemacht.
da. Super. Abgefahren. Wohnwagen wollen sie nicht, nein. Das ist ein Problem. Soll ich aussteigen, wenn es dir jetzt sehen? Aber warte mal, vielleicht komme ich da ran. Dann hier gleich die Pay Station, wenn man rausfährt. Achtung, da sind Hütchen. Kommst du gut durch? Jetzt wäre er da. Ja, wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Cool, jetzt fahren wir dahinter. Man kommt halt doch an manche Plätze zwei oder dreimal im Leben. Da ist die Kneipe. Halte ich ja mal ab. Der Ayachi und ich mal wieder in der Tierklinik, mittlerweile in Spanien. Er hat Probleme, sein Maul zu öffnen. Mir fällt es echt sehr schwer, jetzt gerade hier ein Video mit ihm zu machen, weil ich da immer extrem leide, wenn mit dem Hund was ist. Aber es lenkt auch irgendwie ab, wenn ich euch jetzt erzähle, was eigentlich los ist. Das sind die anderen Hunde. Ja, auf jeden Fall bekommt er jetzt eine Mini-Anästhesie, also es ist keine Narkose. Es ist etwas, wo er schnell wieder aufwacht. Und es wird sein Kopf nochmal geröntgt, nachdem er, ja, das ist natürlich die Aufregung, da quietscht er jetzt. Also es wird sein Kopf geröntgt, nachdem er ja eine geschwollene Backe hatte und die Augen sind angeschwollen und er hat Spritzen bekommen. Die haben zwar geholfen, aber nicht dauerhaft. Und jetzt hat er eben die Herausforderung, dass er irgendwo Aua hat. Hier wahrscheinlich am Maul, weil er es nicht aufbekommt. Und kein Mensch möchte mit seinem Tier unterwegs sein, mit dem Wissen, dass es nicht ganz okay ist. Und deshalb bekommt er jetzt den Check-up. Er ist einigermaßen munter, aber das liegt auch an der Miezekatze, die hier ja in der Praxis einfach spazieren geht. Wir sind natürlich beide extremst aufgeregt. Und das spürt der Hund natürlich, aber letzten Endes können wir froh sein, dass wir hier einen Profiplatz haben, wo nochmal ordentlich gecheckt wird. Ne? Ayachi, alles im grünen Bereich, mein Lieber. Ja, da sind wir nun einen Monat länger in Portugal geblieben und jetzt am Absprung am Felsen von Gibraltar. Hat unser Ayachi nochmal mit mir zusammen den Tierarzt besucht. Die geht so viel besser, als das Quietschen klingt. Wir waren jetzt die ganze Zeit mit dem Ayachi gesessen, da braucht er dann keinen Kragen zu tragen. Aber jetzt gerade machen wir noch mal hier eine Futterzählung. Ja,
Und zwar aus dem Grund, weil wir eben nun doch länger noch, wie schon erwähnt, in Portugal waren, jetzt ein bisschen länger noch in Spanien, jetzt noch verweilen, weil der Ayachi, ich hatte ihn täglich, als wir jetzt viel in der Natur waren, einen Bodycheck-up gemacht, weil jetzt um diese Jahreszeit sind ja viele, wir nennen es so Prickelbüsche unterwegs, und habe ihn dann am ganzen Körper immer abgetastet und abgesucht, dass er nichts irgendwo hängen hat an, so ich nenne sie die Prickelbüsche oder Samen oder was da alles so sein kann. Und wir hatten ihn wirklich immer gut untersucht, aber ein Teil ist ihm doch unter der Haut geblieben und hat sich auch nicht wirklich gezeigt. Aber das hat sich dann eben doch gezeigt. Und da hat er einen kleinen Schnitt an seinem Hundepopo bekommen. Und das soll jetzt eben verheilen, ohne dass er daran schlägt oder daran rumknabbert. Und deshalb trägt er jetzt den Kragen. Unter anderem wurde auch sein Kopf geröntgt. Und man hat eben eine Arthrose festgestellt hier in seinem Maulbereich. Ja, manch einer, der einen Hund hat, weiß, wovon ich spreche. Wenn die Tiere älter werden, wie wir Menschen, dann hat man so seine Herausforderungen, ob man jetzt da zu Hause ist oder in die Ferne schweift. Aber wir sind guter Dinge und wollen da auch ganz zuversichtlich sein. Und jetzt mache ich noch mal einen Futtercheck-up. Für jemanden, der jetzt eventuell keinen Hund hat, vielleicht nicht ganz verständlich, warum wir so wahnsinnig viel Futter nach Marokko mitnehmen. Aber das liegt einfach daran, dass der Ayachi einen sehr, sehr sensiblen Magen hat. Nach der Magendrehung sind wir natürlich auch wir noch sensibler geworden. Und deswegen nehmen wir das Futter mit, was er eben gut verträgt und womit es ihm sehr gut geht. Und das eben halt eben dieser Foodcheck mit der Logistik. Ich hatte sie schon einmal gemacht, aber habe mir jetzt nicht genau die Mengen aufgeschrieben. Und der Dennis, der hat jetzt die Päckchen einzeln in jedes Loch gesteckt, was wir hier noch hatten in der Terra Love, weil die ist nämlich ziemlich voll, die Terra Love, unter anderem, weil wir von Deutschland auch Kleidung mitgebracht haben, die wir gerne spenden möchten. Wir fahren am Anfang von unserer Reise, haben wir geplant, Plätze an, also wir möchten die Sachen nicht einzeln verteilen, sondern geben sie eben an einer Schule ab oder an einem Krankenhaus. Wir werden sehen, was sich da für uns finden lässt, dass wir das gut an Mann, Frau, Kind bringen. Futter. Können wir ganze Hundearmee ernähren. Ja, wir haben auch für ein paar Hunde was dabei, die dort schon leben, dass die auch nicht zu kurz kommen von unserer Seite. Das muss auch mit raus. Gleich ein gutes Training. Blick auf den Rock, wo jetzt gerade ein Flugzeug startet. Also den Rock von Gibraltar, den Affenfels. Absolut geiles Szenario.
Tanja geht mit Ayache die erste Runde am Yachthafen vor Gibraltar. Und heute ist es ganz schön trüb. Man sieht hier normalerweise den Rock, den Berg von Gibraltar, den Affenfelsen, aber der ist heute nicht da. Wer hätte das gedacht, dass es hier so regnen kann zu dieser Jahreszeit? Einschlag zieht da ein richtiges Unwetter rein, mehr oder weniger. Also Unwetter ist vielleicht übertrieben, aber Gewitter. Und alles ist unter Wasser.